So, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, ihr seid gestärkt von dem leckeren Mittagessen und seid vorbereitet für die nächsten beiden Sprecher. Von Herrn Carsten Schmitz habe ich mir hier einen Satz ausgeborgt, der vorhin hier an die Wand projiziert war. Die Angst vor der Zukunft, die wir fürchten, können wir nur überwinden durch Bilder einer Zukunft, die wir wollen. Eines meiner Lieblingslieder heißt The Power of a Vision and the Magic of Your Dreams. Ich glaube ganz fest daran, dass die Welt durch visionäre Männer, durch visionäre Frauen, die ihre Vision hinaustragen, täglich um ein kleines Stück besser wird. Der Vormittag war geprägt durch Sprecher, die in sehr praktischen, in Unternehmen tätig sind, die in Organisationen tätig sind, die schon sehr viel umsetzen. Der nächste Sprecher ist ein Visionär, so sehe ich ihn zumindest. Ein Visionär, der sich die Natur zum Vorbild genommen hat. Ein Visionär, denn der wertschätzende Umgang mit Menschen ein ganz ein wichtiger ist. Ein Visionär, der für Wohlstand und Frieden in der Zukunft ist. Begrüßen Sie mit mir Bernd Rückstedt, ein Mann, der mit uns seine Vision teilt. Der Mann, hallo, der Leiter der Gravidu Akademie für Wirtschaftsbionik. Auch das ist ein sehr interessanter Begriff. Ich bitte dich um deine Ausführungen. Dankeschön. Ja, erstmal ganz herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sprechen darf im schönen Österreich. Wir Deutschen lieben ja Österreich und die Österreicher einfach auch wegen der Naturverbundenheit, die wir hier erleben dürfen, wegen der schönen Natur, die es hier gibt. Und damit sind wir auch gleich mitten im Thema. Mein Vortrag heißt Gradido, natürliche Ökonomie des Lebens, ein Weg zu weltweiten Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur. Das mag vielleicht im Moment ein wenig utopisch klingen, es ist es aber nicht, denn es gibt darüber lange Erfahrung. Seit über 4 Milliarden Jahren erschafft die Natur Leben in überfließender Fülle. Nur wir Menschen scheinen da etwas noch nicht ganz verstanden zu haben. Denn obwohl wir alle Menschen ernähren können auf der Welt, und zwar in biologischer Qualität, leben über 2/3 der Menschheit in Armut, während einige wenige im Geld baden können. Was ist es nun, was die Natur richtig macht und wovon wir Menschen lernen können? Oder anders gefragt, wie kann Wohlstand für alle Menschen gelingen in Frieden und in Harmonie mit der Natur? Vielleicht kennen Sie das Wort Bionik. Schaut mal nach bei Wikipedia, dann kann man folgende Definition lesen. Die Bionik beschäftigt sich mit der Entschlüsselung der Erfindungen der belebten Natur und ihrer innovativen Umsetzung in die Technik. Also das, was jeder Flugzeugbauer zum Beispiel lernen muss, indem er erstmal den Flug der Vögel studieren darf, bevor er seine Blechvögel konstruiert. Das ist ein Thema, das zum Beispiel in den Wirtschaftswissenschaften bisher eine ganz, ganz junge Disziplin ist. In der Gradido Akademie, früher hieß die Feltopia Akademie, betreiben wir Wirtschaftsbionik seit über 15 Jahren. Damals kannten wir den Begriff noch nicht, der Name war noch nicht bekannt, aber wir arbeiten da schon sehr, sehr lange dran.
Und daraus ist eine, kann man sagen, eine neue Volkswirtschaftslehre entstanden. Und diese Volkswirtschaftslehre, die möchte ich Ihnen, oder dieses neue, dieses ein völlig neues Geld- und Währungssystem ist daraus entstanden, und zwar eins, was wir praktisch sehr schnell umsetzen können, wenn wir es nur wollen, wo wir genau diese Probleme, die wir auch heute Vormittag oft gehört haben von den Vorrednern, gemeinsam lösen können und zum Wohlstand kommen können. Wir nennen es die natürliche Ökonomie des Lebens, sie ist von der Natur aufgeschaut. Und ja, begonnen hat das Ganze eben, wie gesagt, vor etwa 15 Jahren. Da entstand eine Kurzgeschichte namens Joytopia. Die hatte damals schon ein Wirtschaftsmodell mit fließendem Geld, das durch den Kreislauf von Werden und Vergehen erzeugt wurde oder nach diesem Kreislauf von Werden und Vergehen folgt, die durch ein Grundeinkommen geschöpft wird oder durch Beiträge zum Gemeinwohl und bei der keine Steuern erforderlich sind. Und diese positive Zukunftsvision hat eine ganz klare Aussage. Wir Menschen können Wohlstand für alle schaffen, und zwar in überfließender Fülle, solange wir uns oder wenn wir uns an die Naturgesetze halten. Das wurde uns vor ein paar Monaten auf schöne Weise bestätigt in dem Dokumentarfilm, der in Arte lief, die Zukunft pflanzen Bio für 9 Milliarden, gemeint sind mit dem Film 9 Milliarden Menschen. Da wurde auf eindrucksvolle, oder da wird, den Film gibt es ja noch, auf eindrucksvolle Weise nachgewiesen, dass wir viel mehr Menschen ernähren können, als im Moment auf der Erde leben. Ich meine, wir haben auch Zahlen gehört, die weit über 9 Milliarden sind. Also manche sagen, wir könnten auch 30 Milliarden Menschen ernähren. Kann ich jetzt nicht nachprüfen. Aber auf jeden Fall, durch diese Dokumentation wurde unsere These bestätigt, dass es nicht an der Ernährung liegt. Gut, es war eben ein Wenn dabei, wenn wir uns an die Naturgesetze halten. Wir haben Naturgesetze, also im Rahmen der Wirtschaftsbionikforschung, schaut man ja die Natur an, man erforscht die Natur, und da haben wir drei Naturgesetze herausgefunden, die jetzt für unseren Zweck besonders wichtig sind. Das erste Naturgesetz ist, in der lebendigen Natur ist alles positiv. Es gibt in der Natur keine negativen Zahlen. Negative Zahlen sind ein Gedankenkonstrukt aus der Mathematik. Und die Mathematik nimmt es übrigens sehr, sehr genau, denn die Mathematik definiert die natürlichen Zahlen als die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Also Zahlen, mit denen wir zählen können, die sind alle positiv. Demnach sind alle anderen Zahlen nicht natürlich, laut mathematischer Definition. Ja, und wenn wir mal das Beispiel, die Probe auf Exempel machen, Sie sehen diesen wunderschönen Apfelbaum. Ich weiß nicht, wie viele Äpfel daran hängen. Vielleicht sind es 100, vielleicht sind es mehr, vielleicht weniger. Aber mal eine Frage an Sie. Hat jemand von Ihnen schon mal einen Apfelbaum gesehen, an dem minus 100 Äpfel hängen? Keine Wortmeldung. Ich habe auch noch keinen gesehen. Ja, das ist der Grund, wieso in dem Geldmodell der natürlichen Ökonomie des Lebens, im Gradino-Modell, nur positive Kontostände möglich sind. Wir kommen zum zweiten Naturgesetz. Das ist das Gesetz des Ausgleichs oder der Balance. Nicht zu verwechseln mit dem Begriff Bilanz. Im Englischen heißt beides Balance. Das Gesetz des Ausgleichs besagt Folgendes, dass die Natur normalerweise versucht, Niveauunterschiede auszugleichen. Ein einfaches Beispiel ist, wenn Sie Wasser in die Badewanne laufen lassen, Sie bringen mal ein bisschen Bewegung in das Wasser und warten eine Weile ab, dann ist hinterher die Wasseroberfläche wieder eben. Die Natur versucht immer, Niveauunterschiede auszugleichen.
Und das dritte und für uns wichtigste Naturgesetz, was im Übrigen auch wenig Beachtung findet, so in den Naturwissenschaften, ist das Gesetz von der Kreislauf von Werden und Vergehen. Also alles Lebendige und alles auch, was wir nicht unbedingt als lebendig bezeichnen, folgt Zyklen. Alles hat einen Life, einen Lebenszyklus. Wir haben auf der einen Seite die Schöpfung und auf der anderen Seite die Vergänglichkeit. Im menschlichen Leben spricht man von Geburt und Tod. Dazu spielt sich unser Leben ab. Es ist nicht möglich, immer nur Geburt, also immer nur Schöpfen, 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 Schöpfen. Und auch wenn immer nur Vergänglichkeit wäre, na, dann wird alles zerfallen. Das Leben spielt sich in Zyklen. In Zyklen zwischen Geburt und Tod. Also Schöpfung und Vergänglichkeit. Hier sind nochmal die drei Naturgesetze. Und zu den drei Naturgesetzen kommt eine ethische Grundlage, die wir gemeinsam herausarbeiten konnten. Wir nennen sie das dreifache Wohl. Dazu gehört das Wohlergehen des Einzelnen. Da gehört normalerweise schon die bisherige Wirtschaft auf. Denn Win-Win-Situationen, die ja jetzt sehr populär sind, gehören zum Wohlergehen des Einzelnen. Also der Einzelne ist du und ich. Der Einzelne. Dazu kommt das Wohlergehen der Gemeinschaft. Ist klar, wir hier sind eine Gemeinschaft. Es kann die Gemeinschaft eine Kommune sein, wie Brambach-Kirchen. Es kann ein ganzes Land sein oder auch die ganze Menschheit. All das sind Gemeinschaften. Und wenn es dieser Gemeinschaft oder unseren Gemeinschaften nicht gut geht, dann geht es uns als Teile dieser Gemeinschaft auch nicht gut. Umgekehrt, wenn es der Gemeinschaft gut geht, dann haben wir eine Basis, dass auch das Wohl des Einzelnen, also von jedem Einzelnen von uns, möglich wird. Und dann gibt es das Wohlergehen des großen Ganzen. Da gehört dann die Natur dazu, das Universum, eben alles. Und auch das Wohlergehen des großen Ganzen ist wichtig, denn wenn das in Frage gestellt wird, dann ist unsere gemeinsame Lebensgrundlage in Frage gestellt. So, jetzt haben wir die Grundlagen und jetzt geht's los. Anstatt eines Schuldgeldsystems, was wir bisher haben, da bin ich jetzt dem Tobias Bettendacher sehr dankbar, du hast es vorhin sehr eindrucksvoll eben auch über Geldschöpfung gesprochen, es ist bisher haben wir ein Schuldgeldsystem, das sagt aus, dass die Guthaben und die Schulden die gleiche Höhe haben müssen, in der Summe dann Null geben, was dazu führt, dass sich der Wohlstand oder dass sich das Geld auf immer weniger konzentriert, die in irgendeiner Form eben Wirtschaftswachstum betreiben, während sich die Summe, also der Rest der Menschheit, die Schulden teilen müssen. Und machen wir uns keine Illusion. Wenn Sie auf der Bank jetzt einen positiven Kontostand haben, weiß ich, plus 2000 Euro oder irgend sowas, de facto muss man einberechnen die Staatsschulden. Und in Deutschland sind wir inzwischen mit über 20.000 Euro pro Kopf verschuldet. Das heißt, damit wir Bürger nicht heute schon auf die Barrikaden gehen, weil ja die Mehrheit hohe Schulden hat, haben die Staaten die Schulden übernommen. Und damit geben sie uns die Illusion, dass der Einzelne vielleicht noch schuldenfrei ist. Würden sie das nicht tun, beziehungsweise machen sie das, was sie jetzt machen, nämlich Schuldenbremse einzulegen, dann führt das zu immer mehr Verarmut und Privat- und Firmeninsolvenzen. Das ist das, was wir kennen. Gut, wir sprechen jetzt davon, wie könnte es anders sein? Das heißt, wir wollen nun gemeinsam ein Lebensgeld schaffen, also kein Schuldgeld, ein Lebensgeld, das aus dem Leben geschaffen wird und für das Leben. Mit Leben meinen wir jetzt erstmal die lebendigen Menschen, denn Geld ist ein Spiel. Es ist manchmal ein schlimmes und katastrophales Spiel im alten System, aber letztendlich ist es ein Spiel, das nach bestimmten Spielregeln läuft. Und momentan sind die Spielregeln eben so, dass man aus Schulden schöpft. Momentan sind die Spielregeln so, dass eigentlich
alle Verlierer sind. Also selbst die vermeintlichen Gewinner, also die Reichen dieser Welt, sind insofern Verlierer, weil ihnen dann es an Lebensqualität fehlt. Die müssen dann, weiß ich, brauchen Bodyguards, um ihre Kinder in die Schule zu bringen und so weiter. Also eigentlich ist im alten System haben wir lauter Verlierer. Und uns geht es nun darum, ein Lebensgeld zu schaffen, in dem wir alle Menschen Gewinner sind. Ein Modell, was wir, wenn wir Menschen uns dafür entscheiden, von heute auf morgen, also das heißt in einem relativ kurzen Zeitraum, etablieren können und sämtliche Armut und so weiter eben beseitigen können. Die beiden Folien überspringe ich mal, sofern möglich. Jawohl. Gut. Wir sprechen also von einem neuen Geld. Und damit wir das auch unterscheiden können vom alten Geld, also unterscheiden von Dollar, Yen und so weiter, und Euro, haben wir dem einen neuen Namen gegeben. Wir nennen es Gradido. Das ist ein Kunstwort. Setzt sich zusammen aus Gratitude, Dankbarkeit, Dignity, Würde oder Menschenwürde. Und Donation, Schenken oder Spenden. Die Währung Gradido ist, wie gesagt, ein Lebensgeld. Sie folgt dem Kreislauf von Werden und Vergehen. Man kann auch sagen von Schöpfung und Vergänglichkeit. Zwischen Werden und Vergehen spielt sich also dieses Lebensgeld ab. Ich möchte zunächst mal den Teil der Schöpfung ansprechen. Wie gesagt, Geldschöpfung ist nichts weiter als Zahlen im Computerschreiben. Die Computerspezialisten unter Ihnen wissen das. Das ist irgendwo dort Geld, da wird eine Zahl in eine Datenbank geschrieben und dann behauptet, das wäre Geld. Natürlich nach Spielregeln, logisch. Und wenn wir schon die Möglichkeit haben, ein Geldspiel zu spielen, dann haben wir auch die Möglichkeit, wenn die bisherigen Spielregeln mörderisch sind, neue Spielregeln für dieses Erzeugen von Zahlen im Computer oder in der Datenbank zu folgen. Ja, die Geldschöpfung sind 3x1000 Gradido pro Person pro Monat. Das ist also eine Spielregel, die wir empfehlen. Das bedeutet, jeden Monat werden für jeden Menschen auf der Welt, und zwar ganz gleich in allen Ländern, das ist die Zielversion, das ist also jetzt, wir machen also jetzt haben jetzt nicht das Ziel, eine Regiowährung zu machen, sondern unser Ziel ist, ein Weltwährungsmodell zu präsentieren, zu empfehlen. Überall auf der Welt, man kann zwar in einzelnen Ländern anfangen, aber das Ziel ist dann, dass für jeden Menschen auf der Welt 3x1000 Gradido geschöpft werden. Stellen Sie sich ein Gradido jetzt mal so vor, im Wert eines Euros, damit wir mit uns vertrauten Zahlen arbeiten können. Die ersten 1000 Gradido sind für ein aktives Grundeinkommen bestimmt, das durch bedingungslose Teilhabe entsteht. Bedingungslose Teilhabe heißt, das ist ein Geben und Nehmen. Das heißt, jeder darf sich mit seinem höchsten Potenzial, mit seinen Neigungen und Fähigkeiten in die Gemeinschaft einbringen und damit dann sein aktives Grundeinkommen verdienen. Das gilt für Menschen allen Alters. Also sagen wir mal, vielleicht, also ab dem Kindesalter, Säuglinge natürlich, da kriegen es die Eltern bedingungslos, aber ab einem bestimmten Alter dürfen Kinder sich in die Gemeinschaft einbringen, altersgerechte Dienste an der Gemeinschaft einbringen, und zwar das, was ihnen Freude macht, was sie gerne tun, was sie damit auch gut tun. Und das zieht sich dann über das Erwachsenenalter bis hin zum, also für alte Menschen jeglichen Alters durch. Also jeder Mensch hat das Recht, sich mit seinen Begabungen, mit seinen Neigungen, also das, was er oder sie besonders gerne tut, in die Gemeinschaft einzubringen. Honoriert wird mit 20 Gradido die Stunde. Und wenn man 50 Stunden im Monat sich einbringt, sind das genau diese 1000 Gradido aktives Grundeinkommen. So, wenn wir schon beim Schöpfen sind, die zweiten 1000 Gradido sind für das Staatseinkommen gedacht, also die zweite Geldschöpfung von 1000 Gradido pro Person pro Monat ist für den Staatshaushalt gedacht. Wenn man da in Deutschland guckt,
dann kommt man auf eine Summe von einer knappen Billionen Gradino. Wenn man das vergleicht mit den Zahlen des deutschen Staatshaushaltes, ist das der Staatshaushalt, der heutige Staatshaushalt, plus Gesundheitswesen, plus Sozialwesen. So. Und das alles ohne, dass da Steuern oder Abgaben verlangt werden müssen. In Österreich ist alles eben ein Zehntel davon. Die österreichische Bevölkerung ist, glaube ich, etwa ein Zehntel der Deutschen. Aber pro Kopf sind die Zahlen wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja, und die dritte Geldschöpfung, Sie merken auch wieder das dreifache Wohl, nicht? Also erstmal das Wohl des Einzelnen, Staatseinkommen, das Wohl der Gemeinschaft. Und jetzt kommt der Ausgleichs- und Umweltfonds. Der Name sagt eigentlich schon, wofür er da ist. Die dritten 1000 Gradino pro Person pro Monat sind ein Umwelttopf in der Höhe wie alle Staatshaushalte zusammen. Nochmal zusätzlich. Damit haben wir im Gradino-Modell den größten Umwelttopf, der seit Menschengedenken jemals gedacht wurde. Damit ist es möglich, umweltfreundliche Produktionen, Produkte, Dienstleistungen usw. zu subventionieren. Wie man das bemessen kann, da könnte ich mir vorstellen, dass die Kollegen von der Gemeinwohlbilanz da sehr viel Erfahrung haben. Also das muss eben natürlich entschieden werden, was ist für die, was entspricht der Umwelt, was ist nachhaltig. Das wird zur Folge haben, dass sich Produkte, Dienstleistungen, die gegen die Natur arbeiten, schlichtweg nicht mehr rechnen. Wenn die anderen subventioniert werden, dann kann man im Supermarkt ins Regal gehen, hier ist was Bio und da ist nicht Bio und Bio ist billiger und besser. Wir lieben es gerne ein bisschen auch mit Freude. Also die Geldschöpfung durch das Leben macht uns frei. Freiheit ist der kostbarste Teil des Menschen. Franz von Sales. Ja. Damit, also auf jeden Fall macht sie uns steuerfrei, abgabenfrei und schuldenfrei. Okay, das war der eine Teil. Wir haben gesagt, Schöpfung. Das ist der eine Teil. Natürlich wissen wir, dass zur Schöpfung die Vergänglichkeit gehört. Vergänglichkeit ist ein Naturgesetz. Wir kennen das jetzt schon. Es wurde von den 60 Jahren Zyklus in der jetzigen Wirtschaft gesprochen, dass die Wirtschaft immer wieder kaputt geht. Wir kennen Vergänglichkeit in Form von Weltkriegen, von Naturkatastrophen, von Schwarzen Freitag, von Finanzkriegen. Also Vergänglichkeit ist uns bewusst. Nur alle diese Arten von Vergänglichkeit sind unfreiwillig, aus dem Grund, weil wir eben sie freiwillig nicht eingeplant haben. Also die Wirtschaft meint immer, wachsen zu können. Die Natur guckt sich das eine Weile an und sagt, Vergänglichkeit ist Naturgesetz, Crash. So einfach ist das. Gut, wenn wir es wissen, können wir es einplanen. Stellt euch vor, beim Apfel ärgert sich keiner danach, wenn man einen schönen, knackigen, frischen Apfel hat. Man weiß, er ist vergänglich. Wenn ich ihn liegen lasse, wird er runzlig und irgendwann geht er halt im Kreislauf der Natur über. Also in der Natur ist es ganz bekannt. Gut, diese Vergänglichkeit bauen wir jetzt auch in unser neues Geldmodell ein, also in das Gradino-Modell. Die Vergänglichkeit, also bei verschiedenen, wie soll man sagen, Entwicklungen, hat sich als beste und funktionierendste Vergänglichkeit 50% pro Jahr herausgestellt. Das heißt also, wenn ich 1000 Gradino auf dem Konto habe und es passieren sonst keine Kontenbewegungen, dann sind ein Jahr später davon noch 500 Gradino übrig. Das Ganze kann auf dem Konto im Hintergrund auf die Sekunde genau gerechnet werden. Das ist also ein kontinuierlicher Vergänglichkeitsprozess. Wenn man das auf den Monat umrechnet, da muss man logarithmisch rechnen, kommt man auf ca. 5% im Monat. Das heißt also, aus 1000 Gradino ist ein Monat später ungefähr noch 950 Gradino übrig. So, dadurch schaffen wir etwas, was uns die Natur vormacht, nämlich ein sich selbst regulierendes System. Dieses sich selbst regulierende System sorgt dafür, dass die Geldmenge stabil ist, in der Höhe, wo sich die Schöpfung, also 3000 Gradino pro Person pro Monat, und die Vergänglichkeit die Waage halten.
Und das passiert gerade bei einem Vermögen von 60.000 Gradido pro Person. Wenn man es einfach rückrechnet, 5% Vergänglichkeit im Monat sind dann 3.000 Gradido im Monat. Und das bedeutet, das System stabilisiert sich automatisch von selbst auf 60.000 Gradido pro Kopf. Da kann man nicht spekulieren, es gibt keine Finanzblase oder so, sondern das ist einfach durch diese Selbstregulierung der Fall. Schauen wir wieder mal nach Deutschland. Im Jahre 2007, Sie erinnern sich an die Kurve, die Tobias Bettenbacher gezeigt hat, hier diese Exponentialkurve, als also noch vor der jetzigen Finanzkrise, die immer noch nicht vorbei ist, wie manche Leute glauben, als es noch so einigermaßen stabil war, da wurden die Guthaben in Deutschland geschätzt auf 4 bis 5 Billionen Euro. Und die Summe aller Guthaben in Gradido, wenn man jetzt diese Schöpfung, also die 60.000 sieht, sind gerade mal bei knapp 5 Billionen. Also wir sind genau in der gleichen Größenordnung an Vermögen in einem Land wie Deutschland, einem reichsten Land der Welt. Und ja, wenn die Geldmenge in Gradido den, der in Euro entspricht, dann ist davon auszugehen, dass die Preise auch ungefähr in einer ähnlichen Größenordnung sein mögen. Das war jetzt einmal so ein kurzer Rundumbeschreibung des ganzen Modells. Ist natürlich schwierig, etwas Volkswirte studieren, weiß ich, 10 Semester oder sowas, und eine neue Volkswirtschaftslehre mal eben in einer halben Stunde zu erklären, ist schon eine gewisse Herausforderung. Aber Sie haben jetzt mal einen Überblick, worum es geht. Eine Frage möchte ich, die eigentlich immer dann kommt, möchte ich gleich vorwegnehmen. Kredite sind weiterhin möglich, auch Geldanlagen sind weiterhin möglich, mit einer ganz einfachen Regel, die wieder aus der Natur abgekoppelt ist. Es dürfen nur vorhandene Guthaben verliehen werden, also eine Geldschöpfung durch Schulden oder Geldschöpfung durch Kredite ist nicht zulässig, was ja auch ganz natürlich ist, wenn man jetzt Naturalienkredit machen würde. Also ein Bauer würde dem anderen jetzt einen Sack Kartoffeln leihen, weil der andere dieses Jahr keine Kartoffeln geliehen hat. Kann er das nur machen, wenn er die Kartoffeln hat. Kein Bauer würde auf die Idee kommen, sagen, ich leihe dir mal einen Sack Kartoffeln. Ich habe zwar keine, aber dann habe ich in meinem Keller minus einen Sack Kartoffeln und du hast plus einen. Würde nicht gehen. Das gleiche Gesetz eben auch, die gleiche Regel in der natürlichen Ökonomie des Lebens. Damit bleibt die Geldmenge von Krediten unabhängig. Es kann also durch Kredite und Geldanlagen können keine Blasen entstehen. Dadurch erhalten wir die berühmten Win-Win-Situationen für beide Teile. Der Kreditgeber bzw. der Sparer kann einen seinen Wert erhalten. Der kann also jetzt sagen, okay, ich habe hier 10.000 Gradido auf dem Konto, ich möchte aber nicht, dass im einen Jahr nur noch 5.000 sind. Oder wenn ich das nicht möchte, dann suche ich mir jemanden, der jetzt gerade investieren will, vielleicht gerade ein Haus bauen will, leihe dem das und der hat dann einen zinsfreien Kredit. Warum zinsfrei? Weil das Angebot ist das Gesetz des Marktes, Angebot und Nachfrage. Das Angebot an Krediten wird hoch sein und einer, der sagt, ich möchte dafür noch Zinsen haben, ist eben nicht marktfähig, also da würde sein Kredit nicht. Dadurch können dann neue Finanzdienstleistungen in Echtzeit entstehen. Das heißt also, die klassischen Finanzdienstleister, zum Beispiel die Banken, die spezialisieren sich immer mehr auf Finanzdienstleistungen in Echtzeit. Das heißt, sie gucken, wo ist ein Bedarf an Krediten, wo ist ein Angebot an Krediten, die führt man zusammen, macht entsprechende Verträge und erhebt dann eine Gebühr und damit haben die weiterhin die Möglichkeit, eben Finanzdienstleistungen anzubieten. Das Ganze kann stufenweise eingeführt werden, sowohl in einzelnen Ländern als auch zum Beispiel weltweit. Nehmen wir mal an, es wird sich jetzt durch die sozialen Netzwerke wie Facebook weltweit verbreiten und man macht ein weltweites Referendum. Dann kann sowas auch weltweit eingeführt werden. Es ist aber auch möglich, in Einzelländern, zum Beispiel Österreich oder Deutschland oder einigen EU-Ländern oder so, zu beginnen.
diese Länder würden der Welt dann zeigen, dass es ihnen besser geht. Und wenn wir in einen Stufenplan anfangen, also hier so mal mit 10% im ersten Jahr, dann kann der Außenhandel in Euro weitergehen. Also das heißt, man kann intern sagen, wir beginnen mit 10% Credito-Anteil. Alles, was ein Credito ist, ist steuerfrei. Wer eben da nicht mitmachen will, der bezahlt eben 100%, muss eben mehr Euro zahlen, hat also damit einen Nachteil. Und oder umgekehrt, wer in Credito bezahlen kann, hat einen Vorteil. Und damit sind wir bei den Vorteilen. Wir haben untersucht, so ziemlich, ich weiß nicht ob alle, aber sehr, sehr viele Lebensbereiche. Und sind interessanterweise in jedem Lebensbereich nur auf Vorteile gestoßen. Also vermeintliche Nachteile ließen sich ganz schnell dann in Vorteile umwandeln, wenn man nochmal genau hingeguckt hat. Wir haben dann gesagt, okay, es sind so viele Vorteile, die 100 wichtigsten Vorteile tragen wir mal zusammen. Die finden Sie auch in unserem Buch, was hinten am Büchertisch auch erhältlich ist. Das ist alle diese 100 Vorteile sind beschrieben. Hier in der Kürze der Zeit kann ich nur mal so eben so kurz durch diese vielen Vorteile pushen, damit wir also zeitlich auch durchkommen. Von der stabilen Geldmenge haben wir gesprochen, nicht mehr finanzierbar, keine Finanzblasen, das wurde bereits besprochen. Ein aktives Grundeinkommen durch bedingungslose Teilhabe sorgt sofort für Vollbeschäftigung. Denn wenn jeder Mensch das Recht hat, sich in die Gemeinschaft einzubringen, damit 1000 Credito im Monat zu verdienen, gibt es per Definition keine Arbeitslosigkeit mehr. Unterhaltsverpflichtungen fallen weg, Alleinerziehende sind versorgt. Also ein alleinerziehendes Elternteil mit 3 Kindern hätte eben dann den Anspruch auf 4000 Credito in der Höhe von 4000 Euro. Klar dürfen sich die Kinder, sofern sie im entsprechenden Alter sind, auch beteiligen. Kinder macht es normalerweise sehr viel Freude, sinnvolle Dinge zu tun und damit auch etwas zu verdienen. Aber auch für die alten Menschen. Der sogenannte demografische Wandel. Man sagt immer, die Menschen werden immer älter, dummerweise leben sie länger und so weiter. Kein Problem. Wir können 150 Jahre alt werden und immer noch jeder Mensch trägt ja zur Geldschöpfung bei. Das heißt also, es ist überhaupt kein, also wie soll ich sagen, also jeder Mensch ist ein Wirtschaftsfaktor, weil er zur Geldschöpfung beiträgt, also dafür sorgt, dass in jedem Land eben proportional zur Anzahl der Bürger entsprechend Geld geschöpft wird. Die Altersversorgung ist sicher, das heißt, die wird im Hier und Jetzt ja geschaffen. Wir brauchen also keinen Generationsvertrag mehr. Damit ist es völlig egal, ob es mehr alte als junge Menschen gibt. Wir wissen, Nahrungsherstellung ist kein Problem. Es gibt keinen, also es ist genug Nahrung da, es ist genug Wohnraum da und so weiter. Was fehlt im Moment, das kennt man ja auch in dieser Rentenkrise, ist eigentlich nur das Geld. Das ist ja auch nur im alten System. Okay, ein Staatseinkommen für jedes Land führt automatisch zum Ausgleich zwischen armen und reichen Ländern. Die Staatsfinanzen sind für immer saniert, es gibt nie mehr Staatsschulden. Dadurch, dass Steuern und Sozialabgaben nicht mehr gebraucht werden, weil das ist ja die zweite Geldschöpfung, da ist das ja alles schon abgedeckt, braucht man die Bürger nicht mehr zu kontrollieren. Hilfe. Wir brauchen nicht mehr kontrollieren, was die Bürger machen. Nee, brauchen wir nicht, weil der Staat ist ja nicht auf Steuereinnahmen angewiesen. Davon werden also von dieser Latte von Ämtern und so weiter, wird es vielleicht noch ein Amt geben, was damit beschäftigt ist, eben das Grundeinkommen auszugeben und die anderen Sachen werden nicht mehr gebraucht. Also alle können sich freuen, wenn alle schreien, ja, wir brauchen Bürokratieabbau. Brutto ist gleich Netto. Wie gesagt, es gibt keine Steuer im herkömmlichen Sinne. Das bedeutet, obwohl jeder sein aktives Grundeinkommen hat, haben wir weiterhin einen hohen Leistungsanreiz. Denn wenn wir miteinander in Austausch treten und ich verdiene damit Geld, kann ich es in die Tasche stecken, es ist meins, ich kann es sofort ausgeben. Es gibt, damit werden Lohnkosten geringer, weil ja diese ganzen Lohnnebenkosten wegfallen. Und so ganz nebenbei gibt es keinerlei Definition für Schwarzarbeit mehr. Schwarzarbeit ist ja Arbeit, wo man keine Steuern zahlt. Ja, wenn keine Steuern mehr da sind, gibt es keine Schwarzarbeit mehr.
Lebensqualität, naja, wenn ich das Recht habe zur bedingungslosen Teilhabe, also das, was ich sowieso gerne mache, in die Gemeinschaft einzubringen, bis ich erlebe Wertschätzung, also die Gemeinschaft wertschätzt mich ja dafür mit dem, was ich einbringe in die Gemeinschaft. Ich kann meine Zeit selbst bestimmen, dazu brauche ich ja nur 50 Stunden im Monat, das ist ungefähr durchschnittlich knapp 2 Stunden am Tag. Ich habe deutlich weniger Stress, das fördert die Gesundheit, ich kann mein volles Potenzial entfalten. Sie merken also so, wie ein Vorteil den nächsten, wie ein Domino-Effekt anstößt. Ja, wenn es keine Not mehr gibt, gibt es natürlich auch keine notbedingte Kriminalität mehr. Es gibt keinen Konsumzwang mehr, weil es muss ja nicht mehr produziert werden, damit die Menschen ernährt werden. Ja? Das hat ja jeder sein Grundeinkommen. Das heißt, es kann weniger produziert werden, ohne dass es soziale Nachteile gibt. Klar, es kann mal das eine oder andere Firma kann dicht machen, das gibt es auch jetzt schon. Aber die Leute sind ja danach nicht arbeitslos. Dadurch haben wir deutlich weniger Müll, weil es ja weniger Überproduktion gibt. Der größte Teil der Sachen, die produziert werden, landen ja in kurzer Zeit im Müll. Und aus dem bislang schädlichen ökologischen Fußabdruck wird ein immer kleinerer ökologischer Fußabdruck. Und durch den Ausgleichs- und Umweltfonds werden ja naturfreundliche Dinge gefördert. Also wir kehren die Sache um und kommen mit einem nützlichen ökologischen Fußabdruck. Wir sagen, dass wenn etwas produziert wird, dann wird es in Einklang mit der Natur produziert und hilft gleichzeitig der Natur, sich zu regenerieren. Lösung vom Welthungerproblem haben wir schon gesagt. Es gibt kein Welthungerproblem. Es gibt nur ein Geldproblem. Es ist genug Nahrung für alle da. Nur aufgrund unseres Geld- und Wirtschaftssystems müssen 2/3 der Menschen im Moment in Armut leben und 25.000 Menschen verhungern jeden Tag. Ja, die Reichen können gerne reich bleiben und die bisher Armen gelangen zum Wohlstand. Ja, Ausländer-Flüchtlingsproblem, Stichwort Lampedusa, kein Problem, wenn es mir in meinem Land gut geht, brauche ich nicht flüchten. Die indigenen Völker und ihre Rechte werden gewahrt, weil allein schon aus wirtschaftlichen Gründen tragen die ja auch zur Geldschöpfung bei. Und das Wissen der indigenen Völker wird uns vielleicht nochmal ganz wichtig werden, wenn es darum geht, dass die Menschheit überleben kann. Also wir haben auch hier die Möglichkeit, die indigenen Völker zu schützen, ihre Rechte zu würdigen. Ja. Und es wirkt der Landflucht entgegen, das ist das gleiche wie mit Ausländern- und Flüchtlingsproblemen. Wenn es mir auf dem Land gut geht, bin ich nicht gezwungen, in die Stadt zu ziehen. Industrienationen haben auf einmal zahlungskräftige Kunden. Das heißt, die Industrienationen können ihre Produkte, ihre Technologie und so weiter, ihr Know-how in die sogenannten Entwicklungsländer exportieren. Damit wird mit der Zeit, können die das natürlich selber, damit wird die Wirtschaft beruhigen. Es wird dann insgesamt weniger produziert. Und somit haben wir eine Lösung, die im Prinzip für alle passt. Also von einer, sagen wir mal, alternativen Wohngemeinschaft bis hin zum Weltkonzern. Alle haben Vorteile davon. Über die hohe Ethik des dreifachen Wohls habe ich gesprochen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit packen. Friedliche Einführung ist parallel möglich. Auch darüber haben wir gesprochen. Genau, das habe ich besprochen. Ja, und damit haben wir wohl einen sehr maßgeblichen Beitrag für den Frieden zu bieten. Und vielleicht sogar noch mehr, nämlich die Überlebenschance für die Menschheit. Gut, wenn wir das jetzt haben, ist noch die Frage, wie machen wir es? Eine Möglichkeit ist erstmal, sich zu informieren oder an unserem Forschungsprojekt, wir gehen langsam auf 4.000 Mitglieder zu, auf Gradido.net sind wir schon dabei, dass mit Gradido-Konten in einem, kann man sagen, Feldversuch zu erproben. Das ist ein weltweites Forschungsprojekt, ein internationales Forschungsprojekt. Ja gut, da gibt es dann eben so Konten, die sehen ein bisschen bunter aus als ein Bankkonto, aber vom Prinzip ist es so, man kann sich Gradido gegenseitig überweisen. Es gibt einen Marktplatz, wo man gucken kann, wer ist denn alles schon da. Das haben wir hier so etwa in der Nähe in dieser Region, das war also Gradido.net. Eine weitere Möglichkeit
ist das, das Wissen weiterzutragen. Es ist schön, es auszuprobieren, ist aber auch schön und wichtig, also wenn wir in ein paar Jahren in weltweiten Wohlstand und Frieden in Harmonie mit der Natur leben wollen, dann gilt es, das Wissen weiterzutragen. Dazu hilft unter anderem das Gradino-Buch, zurzeit auf Deutsch und auf Englisch erhältlich. Die spanische Version wird gerade erstellt. Hier wurde es in Oxford vorgestellt. Wer lieber hört als lesen, kann auch, also in deutscher Sprache, auf jeden Fall mal das Gradino-Hörbuch erwerben. Da ist der gleiche Inhalt drin. Es ist sehr unterhaltsam zu hören. Also zum Beispiel für die Heimfahrt sehr zu empfehlen im Auto. Ja, und unser ganz neues Projekt ist die Ausbildung zum Gradino-Botschafter. Stichwort: Lebe deinen Traum, verbreite die Nachricht. Damit haben wir sehr erfolgreich gestartet im Januar. Seitdem geht es bei uns so richtig, gibt es so richtig Dynamik. Und die Aufgabe eines Gradino-Botschafters ist eben: Lebe deinen Traum und verdiene damit deinen Lebensunterhalt. Also wir bilden Teams, wo wir einander helfen, den persönlichen Traum zu leben, den persönlichen Traum überhaupt erstmal zu entwickeln, dann zu leben, andere, die es sich auch wünschen, zu unterstützen und damit die natürliche Ökonomie des Lebens zu verbreiten. Dazu sind Sie auch allesamt ganz herzlich eingeladen. Normalerweise wäre jetzt in meinen Vorträgen dann Zeit für Fragen. Die Fragen gehen heute nicht, weil es ja gleich weitergeht, beziehungsweise gehen heute anschließend, nachher gibt es ja eben dann die Podiumsfragerunde. Und damit danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Bernd. Also eine Sache, auf was ich mich schon freue, ist der Tag, wo die Finanzämter überflüssig sind. Ja, ich habe hier jetzt einen ehrlichen Finder gegeben. Vermisst jemand einen 50-Euro-Schein? Es steht leider kein Name drauf, keine Adresse. Also, ja, er wurde aber da draußen im Foyer gefunden. Ja, wenn er von niemandem vermisst wird, werde ich ihn der Wertschätzung für diese Veranstaltung zuführen. Wenn ihn jemand vermisst, bitte einfach dann in der Pause auf mich zukommen. Somit wäre ich beim nächsten Punkt. Ich möchte mich hier an dieser Stelle nochmal sehr, sehr herzlich bei allen Sprechern bedanken, die hier zum Teil weit angereist sind, die hier keine Kosten, keine Mühen gescheut haben, um hier sprechen zu können. Und ich möchte euch bitten, mich und Wertevoll Leben dabei zu unterstützen, den Sprechern auch eine Wertschätzung entgegenbringen zu können. Und das können wir aber nur mit eurer Unterstützung, weil die gesamten Kosten, alles was bis jetzt hier war, auf reiner Selbstkostenbasis war. Und ja, ich hoffe hier auf eure tatkräftige Unterstützung. Danke. Jetzt komme ich zum nächsten Sprecher. Da habe ich stehen, wertvoll leben. Nicht zu verwechseln mit wertevoll leben, sondern mit wertvoll leben. Bei der Suche nach Schuldigen, wenn etwas gerade nicht so gut gelaufen ist, sind wir sehr, sehr rasch und sind meistens auch fündig in der Außenwelt. Es ist natürlich für alle Anwesenden ausgeschlossen, dass wir alle Möglichkeit haben, einen Beitrag zur Veränderung zu leisten, hat sich leider noch nicht überall daran gesprochen. Wer Veränderung will, sollte zwei Sachen wissen. Erstens, wo er steht. Zweitens, wo er hin will. Jetzt kommt ein Spezialist für wertvollen Umgang mit Geld. Sein Anliegen ist es, jene finanzielle Sicherheit und Freiheit zu schaffen, die es ermöglicht, die eigentlichen Lebensziele zu erreichen.
Begrüßen Sie mit mir Hans-Jörg Stützle. Ich kriege noch kurz den Tisch. Super, für die Notizen und für die Stoppuhr, dass ich die Zeit einigermaßen einhalte. Guten Tag zusammen. Ich bin ja gestern angereist, habe heute einige Vorträge mitbekommen und ich war eigentlich überrascht über die Qualität der Vorträge. Die haben mir teilweise ganz hervorragend gefallen. Und das Thema heute, oder bei mir jetzt, ist der tiefer liegende Grund der Schuldenkrise.